Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4. Einziehen. Deine Sims brauchen einen Ort zum Leben. Zum Glück haben wir ein paar perfekte Möglichkeiten für dich in Willow Creek und Oasis Springs parat. Willow Creek sagt mir irgendwas. Ich weiß aber um Gottes Willen nicht was. Willow Creek. Ne, ich komme nicht drauf. Das von dir gewählte Zuhause verfügt über einzigartige Nachbarn und Aktivitäten. Aber du kannst auch jederzeit beliebige andere Welten in die Sims 4 besuchen oder beziehen. Okay, Welt wählen. Wähle die Welt, in der deine Sims leben sollen. Keine Sorge, die können ungehindert zwischen den Welten hin und her reisen oder umziehen. Klicke auf Oasis Springs, um dich umzusehen. Was haben wir jetzt hier? Was ist, mir gefällt das hier. Achso, das ist dann... Hä? Das sieht mir so aus wie Stadtpark. Und das sind dann die ganzen Aktivitäten. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Und das hier ist ein eigenes Grundstück. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, ich weiß nicht, was ihr so gedenkt, aber... Willow Creek. Moment, das ist Willow Creek. Oasis Springs. Einsteigerhaus. Das ist ein tolles Einsteigerhaus für deine Sims. Klicke auf dieses Grundstück, um einzuziehen. Mir gefällt Oasis Springs nicht so wie Willow Creek. Vergiss nicht, dass du mit Hilfe... Der hat mir gesagt, das ist das perfekte Einsteigerhaus, aber ich muss es nicht nehmen. Ich kann es nehmen, ich muss es nicht nehmen. Ich nehme es aber mal, weil Willow Creek können wir später noch nehmen. Möbliert, nicht möbliert, cool. Jetzt muss ich denken. Aber möbliert mache ich auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht möbliert oder Grundstück planieren. Bei Grundstück planieren... übertreibe ich dann wieder völlig mit dem Haushalt. Ich kenne mich. Aber Kronk hat gesagt, dass das Bausystem von Häusern so klasse ist. Ich mache nicht möbliert, weil sonst, haben wir hier ein Problem, das habt ihr... Das überschreitet alle Dimensionen. Das glaubt ihr gar nicht. Die Sims 4 hat zahlreiche neue Features zu bieten. Bevor wir uns damit genauer beschäftigen, müssen wir die Grundlagen abdecken. Zuerst sehen wir uns schnell mal an, wie du deine Sims steuerst. Zoom, bewege das Mausrad zum Heran- und Wegzoomen. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Kamera zu drehen. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Kamera zu bewegen. Wenn dir die Kamerasteuerung nicht zusagt, kannst du mit Steuerung, Shift und Tab zu einer anderen Einstellung wechseln, die Fans von The Sims 3 vertraut sein dürfte. Oder sieh dir den Abschnitt Steuerung, Kamera im Optionsmenü an. Wandsteuerung. Blende die Wände im Haus ein oder aus. Klicke auf den Wandhoch-Button. Es ist ganz leicht, die Kamera auf einen beliebigen Sim im Haushalt zu fokussieren. Klicke doppelt auf
auf das Porträt eines anderen oder einmal auf des aktuellen Sims, um die Kamera auf diesen zu fokussieren. Du kannst einen Sim mit der Kamera folgen, indem du mit rechts auf das Porträt des gewünschten Sim klickst. Über die Zeitsteuerung kannst du das Spiel pausieren, beschleunigen, verlangsamen oder ganz normal voranschreiten lassen. Von deinem Sim geplante Interaktionen werden der Reihenfolge nach in einer Warteschlange eingeordnet. Auf diese Weise kannst du deinen Sim mehrere Dinge auftragen. Klicke auf eine der Interaktionen in der Warteschlange, um sie abzubrechen. Die Interaktionen im Kästchen werden aktuell von deinem Sim ausgeführt. Die Interaktionen über dem Kästchen müssen warten, bis sie an der Reihe sind. Viele Interaktionen können gleichzeitig stattfinden. Sims sind jetzt multitaskingfähig. Das bedeutet, dass sie nicht mehr auf nur eine Interaktion zur gegebenen Zeit beschränkt sind. Versuche, dich beim Trainieren zu unterhalten oder fernzusehen. Selbstständigkeit. Sims haben ihren eigenen Kopf, der auf ihren Emotionen, Merkmalen und Bedürfnissen gründet. Sie treffen Entscheidungen, die dich überraschen, erfreuen und manchmal auch verblüffen werden. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben im kleinen, aber auch im großen Stil verändert. Dein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig. Wir geben deinem Sim die Stimmung inspiriert, damit er inspiriert wird. Mit diesem Gefühl können deine Sims besser kreativen Tätigkeiten nachgehen. Dein Sim ist jetzt inspiriert. Fahre über das Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Positive Gefühle bringen große Vorteile für deinen Sim mit sich. Die Laune deines Sims gründet auf seiner aktuellen Emotion. Launen sind die Wünsche deiner Sims. Fahre mit der Maus über die Laune, um mehr darüber zu erfahren. Ein Kühlschrank kaufen. Dein Sim möchte seine Kreativität beim Kochen ausleben. Öffne den Baumodus, um einen Kühlschrank zu kaufen. Willkommen im Baumodus von Die Sims 4, der leistungsstärkere und leichter zu bedienen ist als je zuvor. Mit ein bisschen Unterstützung wirst du in kürzester Zeit fantastische Häuser und Gebäude gestalten, meine Fresse. Dies ist das Baumenü. Hier findest du Baukomponente wie Zimmer, Wände, Tapeten, Treppen oder Fundamente. Kann es aber gut sein? Mit Hilfe des Menüs Objekte nach Zimmer kannst du dir beim Einkaufen der Möbelstücke nach Zimmer sortieren anzeigen lassen. Öffne Objekte nach Zimmern, das kenne ich doch schon. Du kannst Einrichtungsgegenstände auch nach Funktionen einkaufen, wie etwa Elektronik. Öffne Objekte nach Funktionen. Gib untersuchen den Namen eines Objektes ein. Suche nach einem Sofa. Ich habe Sofas gefunden. Du kannst Objekte auch im Haushaltsinventar platzieren, was besonders im Falle eines Umzugs nützlich ist. Öffne das Haushaltsinventar. Hier kannst du die Sichtbarkeit der Wände, des angezeigten Stockwerks oder die Kameraeinstellung verändern. Klicke auf den Button, um die Wand- und Kameraeinstellungen zu ändern. Das kennen wir doch schon, hab ich doch schon gehabt. Es gibt sehr viele Tools, die dabei helfen sollen, rasch ein großartiges Haus für deine Sims zu errichten. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige dieser Tools.
sehen wir uns an, wie man kompetente Zimmer...